diesem Video werde ich die Ansichten von Karl Popper, er lebte von 1902 bis 1994, zu Möglichkeiten und Grenzen der wissenschaftlichen Erkenntnis kurz darstellen. Es handelt sich hier also um Themen der sogenannten Wissenschaftstheorie. Eine andere Bezeichnung für die Wissenschaftstheorie lautet Erkenntnistheorie. Der österreichisch-britische Denker Karl Raimund Popper setzte sich unter anderem mit der Art und Weise, wie man möglichst systematisch und beharrlich Wissen erwerben kann, auseinander. Er interessierte sich in diesem Zusammenhang unter anderem auch für die Ideen und Vorstellungen der antiken griechischen Philosophen. Sein diesbezügliches wissenschaftstheoretisches Hauptwerk veröffentlichte Popper im Jahre 1934 unter dem Titel Logik der Forschung. Die von ihm begründete wissenschaftstheoretische Denkrichtung bezeichnete Popper als kritischen Rationalismus. Das von Immanuel Kant und Karl Popper angeführte Schwanengleichnis zeigt, dass sich Menschen hinsichtlich der Zuverlässigkeit von Ansichten täuschen können. Menschen in Europa gingen früher davon aus, dass die Farbe jedes Schwanes weiß ist. Aussagen über die Gesamtheit bzw. Gesamtanzahl von Dingen, Erscheinungen und so weiter, wie beispielsweise alle Schwäne sind weiß, werden als sogenannte Allsätze bezeichnet. Im Zuge der Entdeckung Australiens im 18. Jahrhundert erkannten die Europäer schließlich, dass es auch Schwäne mit schwarzer Farbe gibt und ihre bisherige diesbezügliche Vorstellung unzutreffend war. Die neue Antwort auf die Frage nach der Farbe der Schwäne lautet seither, dass deren Farbe nicht weiß sein muss. Das Schwanengleichnis zeigt deshalb unter anderem, dass sich Allsätze, also alle Schwäne sind weiß, beispielsweise als falsch erweisen können. Es besteht also grundsätzlich die Möglichkeit des Irrtums. Das Schlussfolgern von einer kleineren Anzahl von Untersuchungen auf die Gesamtheit stellt eine der in den Naturwissenschaften üblichen Forschungsweisen dar. Man spricht von der sogenannten Induktion. Bei diesem Forschungsverfahren der Induktion wird eine begrenzte Anzahl von Einzelfällen, wie zum Beispiel Schwäne, beobachtet und erforscht. Aus diesen Einzeluntersuchungen wird auf die Gesamtheit aller ähnlichen bzw. vergleichbaren Fälle geschlossen. Da aber im Rahmen der Untersuchungen nicht alle Einzelfälle berücksichtigt werden können, ist immer die Möglichkeit einer falschen Annahme bzw. eines Irrtums, wie im Fall der Farbe der Schwäne, gegeben. Aufgrund der soeben geschilderten Argumentation meint Popper, dass man Aussagen letztlich nicht endgültig beweisen bzw. verifizieren kann. In diesem Sinne ist eine Verifikation, Beweis, auch mit Hilfe der Methode der Induktion nicht möglich. Um möglichst sicheres Wissen erreichen zu können, empfiehlt Popper, nicht zu versuchen, Aussagen zu beweisen, also zu verifizieren, sondern gezielt nach Möglichkeiten der Falsifikation, also der Widerlegung der Vermutungen, zu suchen. Je systematischer und beharrlicher man versucht, Annahmen zu widerlegen, umso sicherer kann man sich sein, dass eine Aussage trotz aller Unsicherheiten korrekt sein könnte. Mit dem Bezug auf das Schwanengleichnis kann man sagen, dass es empfehlenswert wäre, zu versuchen, zumindest einen nicht weißen Schwan zu finden. Popper empfiehlt im Rahmen der Forschung die folgende Vorgehensweise. Erstens, das Aufstellen einer wissenschaftlichen Hypothese, einer Vermutung. Es werden mögliche Erklärungen zu konkreten Fragestellungen entwickelt. Eine Hypothese stellt eine Vermutung über beispielsweise den Zusammenhang von Ursache, Ursachen und Wirkungen dar und ist dementsprechend kein Beweis. Zweitens, der nächste Schritt, Prüfen dieser Hypothese. Es wird untersucht, ob die ursprünglichen Annahmen, also die Hypothese, zutreffend sind. Eine Überprüfung kann unter anderem in Form von Tests, Beobachtungen, Experimenten und Befragungen durchgeführt werden. Wenn sich die Vorstellungen der Hypothese durch eine systematische und beharrliche Überprüfung als höchstwahrscheinlich zutreffend erweisen können, diese Annahmen als These bezeichnet werden. Wie oben schon erwähnt, empfiehlt Popper bei der Überprüfung der Hypothese die Methode der Falsifikation und lehnt in diesem Zusammenhang eine Verifikation
einen Beweis beispielsweise mit Hilfe der Induktion ab. Eine endgültige Beweisführung ist nicht möglich. In diesem Sinne stellt eine These eine Annahme bzw. Vermutung dar, bei der bereits öfter der Versuch unternommen wurde, diese zu falsifizieren. Eine These ist zwar nicht beweisbar, aber besitzt eine größere Gewissheit als eine Hypothese, da dieser Erklärungsversuch zutreffend sein könnte. Popper ist der Ansicht, dass es absolut endgültiges Wissen gibt. Wir uns aber letztlich nicht sicher sein können, dieses mit unseren Aussagen auch tatsächlich gefunden zu haben. Der Denker unterscheidet in diesem Zusammenhang zwei Arten von Aussagen. Das wären die unwissenschaftlichen Aussagen und die wissenschaftlichen Aussagen. Unwissenschaftliche Aussagen, wie jene von kommunistischen und faschistischen Ideologien, sind weder überprüfbar noch kritisierbar. Vertreterinnen und Vertreter solcher Sichtweisen versuchen, eine Falsifizierung zu verhindern, indem diese beispielsweise als unwiderlegbar und endgültig bewiesen dargestellt werden. Aussagen dieser Art gehören in den Bereich des Glaubens, da der Interessierte nur an dessen Richtigkeit glauben kann und sie nicht falsifizieren kann oder gar mit Gewalt daran gehindert wird, diese zu kritisieren. Nun zu den wissenschaftlichen Aussagen nach Popper. Im Gegensatz zu den unwissenschaftlichen Aussagen sind wissenschaftliche Aussagen falsifizierbar und somit widerlegbar.